Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Within mit unserem Tizzy. Ja, hallo. Und unserem Eichi. Und ihr seht schon, wir sind hier beim Ehrenmal, weil wir einen Verlust zu beklagen haben. Unser Soldat Ryan Diker ist in der letzten Folge gefallen und deswegen eine kurze Schweigeminute. Ja, gut. Das war keine Minute. Das war keine Minute, aber... Machen wir weiter. Ihr seht, es passiert. Leider. Müssen wir mit leben, aber wir haben was Neues. Ja, neue Soldaten nämlich. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall mal individualisieren. Also beziehungsweise nicht individualisieren, sondern die Personalakte anpassen. Ja, genau. Bernhard König. Sehr gut. Mein Englischlehrer. Nein, er hieß nicht Bernhard. Aber König? Olaf König. Aber der ist doch Honig, oder? Ja. Und wen haben wir denn auf der Liste? Und zwar haben wir hier Lollmann 1. Lollmann 1. Genau. Schön, du bist dabei. Freut mich. So. So, was kriegt denn der? Ja, also schau mal ein bisschen so von der Stimme her. Ja. Ethnie. Oh, nee. Eins? Ja, kannst du mal lassen. Genau. Vom Kopf, vom Gesicht ein bisschen. Ja, cool. Auf jeden Fall. Cool. Hautfarbe passt soweit, würde ich sagen. Kopf, na, vielleicht hier noch so ein bisschen in die Richtung. Ja, kann man machen. Und Frisur, also ich bin sowas, was richtig Fetziges. Das ist doch geil. Geil, saugeil. Ja? Aber dann eine wirklich coole Farbe dazu. Coole Farbe? Ja. Kriegen wir hin. Irgendwas Grelles. Okay, irgendwas richtig abgefreaktes. Ja, der Lollmann 1, der ist da echt heftig. Bin ich mir sicher. Der steht auf sowas. Oh, rot, gelb. Das ist geil. Das ist klasse. Hammer. Die Augenbrauen. Das ist ja, wenn dann alles. Gefällt mir. Finde ich und cool. Dazu noch einen stylischen Bart, oder? Das hat echt Stil. Mal gucken, was haben wir denn da noch? Oh, ein grüner 3-Tage-Bart. Nee, den fand ich jetzt nicht so toll. Aber das der ist doch geil. Geiler, oder? Das ist doch cool. Ja, den lassen wir, oder? Ja, finde ich cool. Nee, so eine Rotzbremse nicht. Nein, nicht den Asiaten. Du trainier den viel. Boah, mit Vollbart ist natürlich auch geil. Das schaut gut aus, ja. Den finde ich auch cool. Nein, komm, das ist es doch, das oder? Das ist es auf jeden Fall. Mit den Koteletten dazu. Ja, finde ich cool. Können wir lassen. Okay, Rüstungsdekor, mal gucken. Auch schon was protziges, ist das oder? Unser erster Deutscher? Oh, gute Frage. Glaube sogar, ja. Ja, ne? Was hältst du von dem? Und dann aber bitte in Haarfarbe, oder? Ja. Ja. Haarfarbe muss sein. Da finden wir bestimmt was Geiles. Unser grüner Daumen. Lollmann 1. Komm. So. Ach man, mich ärgert das immer noch mit Ryan Diker. Ja, doch, aber sehr schade. Oh Gott, Pink, das ist ja gerade schon schnell. Ich bin gerade schon ein bisschen erschrocken, wo du so ein bisschen gewartet hast bei der Farbe. Das Blau hätte auch cool ausgesehen. Nee, wenn, da muss hier schon ein richtig grelles Grün dann dazu. Ja, mal gucken. Das war gerade Zwergi. Ja. Ein bisschen weit. Ja, perfekt. Geht zwar mehr in diese Pastellrichtung, aber finde ich geil. Beißt sich das nicht? Nein, nix. Komm zurück. Schauen wir mal. Schauen wir nächsten. So, wen haben wir denn noch auf der Liste? Jetzt müssen wir mal schauen, die haben wir ja schon gehabt. Rebecca Cook. Nee. Hier, wen haben wir denn noch drauf? So würde ich sagen. Haben wir. Hier. Vorname. Ja. Bliebladu Gianni. Bliebladu. Bliebladu Gianni. Jawohl. Ach, hier steht's ja. Genau. Ja, ich war wieder blind. Bliebladu Gianni, du bist dabei. Kriegen wir noch hin im Laufe des Let's Plays, dass der Eichi das auch aussprechen kann? Nein. Doch. Nein. Ich habe mit mehr so Wörtern Probleme. Ich kann zum Beispiel. Regisseur, ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gesagt. Regisseur? Ich kann das nicht. Regisseur. Ja. Genau, so. Jetzt schauen wir hier. Haarfarbe. Fritz. Ja, und jetzt sag mal hier Regisseur. Nein. Bliebladu Gianni. Bliebladu Gianni. Sehr schön. Läuft doch. Bin stolz auf mich. So, was hältst du davon? Ja, schaut eigentlich ganz cool aus. Ja, kann man lassen. Farbe, würde ich sagen. Oh. So ein bisschen das Blau, nee. Nee, dann würde er schon sagen, das da, oder? Ja. Was das fand noch? Ich aber schwarz, ne. Nee, ich würde schon so das sagen, ist die das ist schon cool. Ja, Standard jetzt nicht, die eine,
weiter? Die war doch ganz cool. Die in den Grünen? Nee. Die? Hier. Die ist schon cool. Gut aus. Nehmen wir die. Okay. Blibla du Gianni, du bist dabei. Ja, Gianni, du bist dabei. So, wen haben wir denn noch? So, als nächstes hätten wir... Das sagst du. Das sag ich? Das sagst du. Der Penetrator. Jawohl. Darf ich auch mal? Natürlich. Der Penetrator. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Nachname Penetrator. Ja, falls einer nicht weiß, was das ist, bitte nicht googeln. So. Das... Nein. Was? Nein. Das lassen wir. Lass mal einfach. So wollen wir gar nicht anfangen hier. So, guck mal. Und wieder rein da. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Ja, jetzt setzt es aus. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Juhu. Ja. Was ist das für eine Nation? Ja. Ich habe so gebetet, dass ich ihn einmal erwischt, dass er es nicht weiß. Müsste Iran sein. Iran? Ja, kann sein. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Wir schauen dann später mal, oder? Wir schauen dann später mal. Ja, müssen wir mal nachgucken. Also ist jetzt hier meine grobe Schätzung. Gut, ja, ich habe keinen Plan. Keine Ahnung, Ketchup rot weiß. Also ist auf jeden Fall, ja. Pommes rot, Ketchup rot weiß. Was ist denn heute los? So, der Penetrator ist dabei. Ja, schön. Dann haben wir noch einen. Einen, und zwar ja, einer Klinky steht noch. 3000. Klinky 3000. Klinky 3000 ist dabei. Genau, der Name, also 3000 wurde ausgeschrieben. Aber ich glaube, wir machen es einfach per Zahl, oder? Per Zahl, ja, finde ich cooler. Aber und Klinky, du weißt, du bist gemeint. Genau. Klinky 3000. Klinky 3000. Du bist dabei. Ja, du bist dabei. Genau. So, dann mal gucken. Geh mal so, rein. Lieber Eichi, was für eine Nation ist das denn? Das ist der Kongo. Nein, den hatten wir schon mal. Das ist Australien. Jo. British Empire. British Empire. So, Haarfarbe. Das sind aber, glaube ich, zu wenig Sterne drauf, oder? Na, nicht die Amis. Nein, ist schon klar, aber die haben doch da auch Sterne drauf, oder? Die Amis? Ja. Natürlich habe ich Amis Sterne drauf. Nicht auf der Flagge jetzt. Wir haben doch schon mal einen Amerikaner gehabt. Ja. Da sind zu wenig Sterne drauf. Ich habe da schon mal nachgezählt. Ja? Ja, sehr geil. So, was haben wir denn hier für Frisuren und Helme? Wollen wir dir mal einen Helm verpassen? Eine Cap, Mike? Oder oh, so ein Barett. Auch cool. Ah, aber da hinten keine Haare, das schaut ein bisschen affig aus, finde ich. Aber da hätten sie ruhig noch ein paar Haare mit dazu modellieren können. Yeah. Gut, das sieht man gar nicht mehr vom Gesicht. Skibrille. Cap. Ja, wie gesagt, also Caps, coole bei Typen, Cap. Bei Typen okay, aber Kopfhörer-Cap. Hier, Frauen mit Glatze sind einfach leider nicht mein Fall. Ja? Komischer Helm. Noch komischerer Helm. Lauter komische Helme. Ja, und weiter, und weiter. Und weit. Ein Totenkopfhelm. Uiuiui. Okay. Yeah, Styler. Cool. Schau, da haben sie es doch auch geschafft, Haare drunter zu machen. Verstehst du? Ja? Wieso höre ich da immer... irgendwie im Kopf. In so einem ja, Film, du als großer das? Fan da. Ja, voll. Hier, pack die Peitsche aus. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Ja, ist okay. Bitte nicht googeln. Was, die Peitsche auspacken? Ja, bitte. Okay, man merkt schon, es ist schon etwas später, ja, aber... Wir sitzen schon etwas länger vorm Rechner da. Ach, Ivo. Da sinkt das Niveau. Genau, heute sinkt für Sie das Niveau. Applaus. Reicht wieder. Okay. So, Farbe. Hübsches Mädel, würde ich sagen. Das war Zwerg. Das war Zwerg. Wow. Ja. Willst du das echt lassen? Ja, also ich bin schon krass, cool. Ja. Komm, lass mal. Meinst du? Ja, lass mal. Hopp und raus da. Lässig. Bin ich 3000. Cool. So, dann haben wir, glaube ich, wieder vier. Haben wir vier, genau. Und dann sehr schön, ich schauen mich. Wir weiter. Die müssen wir auch demnächst einzeln mal mitnehmen. Definitiv, ja. Dass wir sehen, was wir ja, da haben. Und wir haben Orden, haben wir das letzte Mal bekommen. Genau. Leider wurde das durch das etwas nicht so schöne ja. Ereignis überschattet. Gut, wir haben hier Kräfte. Einmal verfällt nie in Panik, wenn der Verbündete verwundet oder getötet wird. Mhm. Und wir haben einmal Medikit und heilender Nebel heilt bei diesen Soldaten 2 Trefferpunkte mehr. Beides sehr, sehr attraktiv. Sehr wichtig und ja. Also du bist ja eher so der No-Panik-Typ. Ja? Ja, wenn die Panik verfallen, ich hasse das wie die Pest. Ja, die ballern halt wild durch die Gegend oder rennen ja, oder auf die eigenen Leute. Also ja. Kann auch passieren. Wobei ich sagen muss, ich finde es halt auch schon ziemlich geil mit den 2 Trefferpunkten vom heilenden Nebel. Mhm. Ist schon echt eine geile Sache. Ja, stimmt schon. Ja, komm, hopp, mach mal hier Panik. Du bist dann können lieb.
Dann können wir nämlich auch hier einfach welche, die einfach eine geile Trefferquote haben, aber... Ja. Und zwar unser Aiden Kane bekommt den, oder? Aiden Kane? Nein. Ich habe da jemand ganz anderes. Aiden Kane hat, glaube ich, sogar schon einen. Also bei der wäre es natürlich interessant mit 35 Willen, aber unser Flecken. Flecken, ja, weil das einfach ist eine gute Idee. Meinst du? Ja. Also, ich weiß nicht. Warte mal, lass mal gucken. Doch, also... Würde ich schon verleihen. An Flecken verleihen, einfach ja. Weil eine Trefferwahrscheinlichkeit von 70 ist einfach geil. Ja, stimmt schon. Jawohl, also. Flecken 66, freudig. Salutiert. Unser guter Flecken. Jawohl, sein erster Orden. Gratulation. So. Und dann haben wir jetzt die Sache mit der Panik auch voll im Griff. Genau. Jetzt und dann nehmen wir jetzt die internationale Ehrenkreuzplakette. Und was haben wir hier? 2 Willenskraft für jede unterschiedliche Nationalität im Trupp. Das ist natürlich geil. Ist geil, genau. Und 2 Zielgenauigkeit für jeden Kontinentbonus, den es komplett verdient hat. Und da würde ich sagen, da nehmen wir jetzt lieber die Nationalität. Meinst du? Also ja. Ich finde Zielgenauigkeit auch geil. Ah, wir sind uns dann nie einig. Ja, das ist schon. Ja, ich sag mal, Willenskraft, jetzt haben wir ja schon einen Orden mit Willenskraft, ja, dass wir sozusagen keinerlei Probleme mehr mit Willenskraft haben. Ist halt die Frage. Ja. Ich überlasse die Entscheidung. Du machst das, ich weiß, dass du das machst. Weil, wie gesagt, wir haben, gut, das war die Frage, welche Orden bekommen wir für die Mission. Aber wir haben ja schon den kompletten Orden, der die Willenskraft halt, aushebelt. Weil wir sind einfach nicht in Panik verfallen. Ja, stimmt schon irgendwie. Und gut, unterschiedliche Nationen. Also, mehr Boni bringt auf jeden Fall hier die Willenskraft. Aber die Zielgenauigkeit ist halt wichtiger irgendwie in dem Moment jetzt. Kriegst aber effektiv halt weniger, weil Kontinentboni zu bekommen ist halt doch schon recht schwierig. Eben. Brauchen wir halt die Basis halt mitten. Gut, sind wir zwar am Nachproduzieren, aber von dem her würde ich sagen, also ich tendiere, wie gesagt, eher zur Zielgenauigkeit als zur Willenskraft. Ja, ich tendiere immer trotzdem tendiere ich immer noch zur Nationalität. Aber komm, den einen hast du mir gegeben, also jetzt immer Zielgenauigkeit. Okay. Dann drück doch mal aufs Knöpfchen. Dann soll ich mal aufs Knöpfchen drücken. Genau. Gut. Ja, so. Und wer kriegt den? Ich habe da schon jemanden so... Ich glaube, wir denken an den gleichen. Wir denken an den gleichen. Unseren Stürmer mit Pulsbogen. Genau. Der hat sich wirklich bewährt, oder sie hat sich wirklich bewährt. Und ich wäre damit einverstanden. Zeichnen wir unseren Zwerg aus. Wir zeichnen unseren Zwerg aus? Ja, auszeichnen. Ja, ich weiß schon, ich habe das schon kapiert, aber das hat sich jetzt trotzdem für mich irgendwie komisch Nicht angehört. Aufzeichnen, auszeichnen. Aber, ja, eben. Aufzeichnen machen wir gerade. Genau. Also, Zwergtube. Kannst dich freuen. Jawohl. Salutieren und Gratulation einmal zu deinem Orden. Wehe, du freust dich nicht. Ja, bestimmt freut er sich. Dann komm vorbei. Er ist ja auch hier fleißig am Schauen, muss man dazu sagen. Dann weine ich. Ui, Waffenfragmente, eine Runde. Naja, ich würde sagen, die drehen wir doch mal vor, oder? Ja, können wir machen. Was sagt denn die Wahl nochmal? Die Dr. Wahlen. Wählen. Dr. Wählen. So. Ja, neue Forschung. Perfekt. Das war ja dein Wunsch, Forschungsobjekt. Scope. Und jetzt haben wir das Scope. Sehr geil. Das ist natürlich für unsere Scharfschützen. Extrem cool. Geil, richtig geil. Das erhöht, glaube ich, um 10 Punkte, ne? Gibt 10 auf Zielgenauigkeit. Zielgenauigkeit plus 10, irgendwie sowas war es, ja. Ist das nur bei Scharfschützen oder auch bei anderen? Nee, kannst du bei allen. Kostet dich aber halt den Granatenslot, deswegen. Ja gut, aber wenn du jetzt einen Soldaten hast, der eine echt gute Zielgenauigkeit hat. Weißt du, was Scope heißt? Ich habe keine Ahnung. Joni. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wäre cool, ja. Würde uns echt mal interessieren, was Scope bedeutet. Und dann machen wir jetzt ein Verhör von unserem Schweber-Alien in deinem Aquarium. Können wir ja sofort machen. Genau. Weil ich habe das alte Fischfutter auch schon rausgekratzt. Sehr gut. So, die Dr. Wahlin. Jawohl. Die guckt ein bisschen ins Glas. Guckt ein bisschen ins Glas. Macht sie öfter, abends. Ja, ist schon ein krasser Alien. So. Oh, und der hat da was dagegen, habe ich so gehört. Der verkratzt die Scheiben. Ey. Jetzt ist er matsch. Nee, war nur eine Verdeckung. Er lebt bestimmt glücklich und zufrieden weiter. Wenn er nicht tot ist. So. Kann der mal diesen Pulli ausziehen, das Ding ist so hässlich. Findest du? Ja. Ey, den habe ich vorher auch. Der schaut aus wie Colonel O'Neill. Ja, ist doch geil. Naja, weiß nicht, ob jetzt geil das richtige Wort für Colonel O'Neill ist. Natürlich. Hallo. Meinst du? Cooler Typ. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, dann das Gespräch von denen zu hören, weil dann ist das coole Gespräch von uns jetzt weg. Nein. Schau mal schon. So, was erzählt denn die Gedanken unseres Aliens? Ja, wir können sie ja mehr oder weniger halb schon nachsprechen. Oh, Dr. Wahlen, ich hab sie so lieb. Nein, das machen wir jetzt nicht. Oh Mann. Sondern das ist in seinem Hirn. Was? Daran hat er gedacht, der Alien. Ja. Achso, ich dachte unser Jack O'Neill hier. Nee, der denkt dann was ganz anderes neben der Wahlen. Somit wären wir wieder beim Penetrator. Nein, ich hab nichts gesagt.
Ja, das ist wohl das Mutter-Alien. Ich muss mal was trinken. Und so einen sollen wir mal fangen, so ein Außenwelt-Alien. Hier so ein Bausatz-Alien aus dem Raumschiff. Genau. Und ja, einfache Rüstungstechnologie und Forschungskredits verdient. Kredits? So, was haben wir denn hier? Strahlenwaffen. Ja, eigentlich auch echt wichtig. Ich finde die mildere Kombination ist einfach genial. Und gibt uns dann richtig viele Möglichkeiten. Also ich bin definitiv für die mildere Kombination. Ich vertraue auf deinen, aber Strahlenrüstung wäre halt auch wichtig, wieder, ne? Ja. Ich will halt unsere Leute irgendwie nicht mehr schützen. 13, das sind alles langsame Forschungen. Ja, okay, 18 Tage ist zu viel. Die schnelle weg. Genau. Ja, ich würde auch sagen, vielleicht 43. Und uns fehlen noch Waffenfragmente. Oh ja, hier, das können wir noch machen. Wir können einen Haufen Autopsie. Schwebeautopsie, hau rein. Okay, dann schlitzt das Ding auf. Nee. Ich hab meine Schlüssel da drin verloren. Ich meine Rolex. Sabber. Aber schau mal, das ist ja also kein Blut, sondern Öl, oder? So wie es aussieht. Zumindest läuft so. Den Teppich. Ja. Das ist gutes Olivenöl, der hat dann neben seinen Salat stehen, ja. Ja, Verteilungsmatrix zur Herstellung verfügbar. Auch sehr cool. Okay. Jetzt für uns für unser Schiffchen. Ach so, ja, also für unsere Abfangjäger. Stimmt, genau, für unsere Abfangjäger. Sehr gut, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ach ja, Codename Scharlachumhang, auch ganz cool. Tu deine Codenamen, die liebst du. Ja, super. So. Nee, finde ich halt schön, dass das Spiel macht. Schlitzen wir mal den dünnen Mann auf. Genau, und den Sucher können wir auch noch gleich machen. So, einmal hier mit der Säge angesetzt, Spratzel. Einfach hier entlang schneiden, einmal quer rüber und dann gut, hier ein bisschen... Der sabbert aber auch grün. Ein bisschen, ja, die sabbern alle grün. Sabbern die alle grün? Ja. Das ist alle zu viel Olivenöl. Grün ist das nationale Alien... Blut. Blut. Farbengewebe, Mittel. Genau. Verdünnungs. Okay. Ja. Einfach zu viel Lebensmittelfarbe genascht. Mit Gruß von den Kranken. Genau. So. Gasgranaten und Muskelfaserdichte verfügbar im Genlabor. Ja, Genlabor. Da Genlabor. Ja, wird bestimmt lustig, wenn wir nachher dann rumbasteln. Oh ja, an unseren freiwilligen Soldaten. Machen das alles freiwillig. Ja. Ja. Ihr habt alle einen Vertrag unterschrieben. Genau. Ihr müsst. Die schaut irgendwie so komisch aus. Die schaut irgendwie aus, wie so ein Schweinchenrüssel oben drauf ist. Ja, Schweinchenrüssel. Wir bleiben beim Schweinchenrüssel. Und hier haben wir die Muskelfaserdichte. Die werden übermenschliche Kräfte in den Beinen. Yeah. So, und weiter geht's. Der Sucher. Ah ja, das ist dieser, der sich unsichtbar macht. Genau. Hier der Tarnbuddy. So, kommt bei dem auch Olivenöl raus? Oder? Bestimmt. Oh ne. Knack. Ich glaube, da raucht's eher. Da raucht's, ja. Knack. Uiuiui. Schneid mir mal eine Scheibe ab. Die will ich auch mal probieren. So, mal gucken. Ja, oh. Respirator-Implantat, eine Geistergranate und mimetische Haut. Mimetische Haut? Die Geistergranate, was macht die? Unsichtbar, genau, richtig. Total cool. Also du kannst deine... Ja, Jungs halt sozusagen dann irgendwie unsichtbar machen und durch die Gegend rennen lassen. Was ist das hier? Das Implantat, das können wir dann auch bauen. Okay. Das ist genau, die Geistgranate haben wir ja gerade erklärt. Genau. Soweit. Mit Illyrium getränkt. Mit Illyrium getränkte Partikel. Ist das nicht das, was Superman so hast? Nee, das ist Kryptonit. Ach, Kryptonit, genau. Mann. Ja, schön. So, was haben wir denn sonst noch hier? Partikel verleihen nach kurzer Dauer, Illyriumsladung wieder. Okay, also wir sind halt nur für eine bestimmte Zeit getarnt. Und da haben wir die mimetische Haut. Verleiht der Haut die Fähigkeit, sich an der Muster der Deckung anzupassen. Wenn das blablabla, genau. Da hat er weggeklickt. Ja. So, wie gesagt, also ich wäre definitiv für die mildere Kombination. Und ich wäre für die Schalenrüstung. Aber ich vertraue deinem. Ja, ich vertraue deinem Urteil. Außerdem gibt es ein geiles Video. Okay. Na gut. Wenn du das sagst, dann... Ach, Wissenschaftler, Haben wir jetzt die Schalenrüstung gemacht? Nein, mildere Kombination. Ich habe gerade weggeguckt. Haha. Und schon habe ich drauf geklickt. Gut. Ja, was haben wir denn noch hier? Bauen, genau. Genau, dann gucken wir mal, was wir noch bauen können. Dr. Ja. Shen. Hier, mein OP. Dein OP? Also der OP, nicht mein OP. Was? Genau, der OP. Wer? Ja. Hier, Gasgranate, Geistergranate, können wir gar nicht. Dann diese komische Implantat. Inadofaser, Wespe. Ein Scope. Wir bauen ein Scope. Scope auf jeden Fall. Und hier, zack, eins reicht. Zack. Perfekt. Und dann schauen wir mal hier rein. Genau, da haben wir die Verteidigungsmatrix, die wir sozusagen auch durch den Schweber bekommen haben. Brauchen wir mal Schwein. Genau. Drei Schweberleichen und dafür drei Sektoidenleichen. Machen wir so eine Zielhilfe mal? Können wir machen. Kostet nur 7. Ja, können wir machen. 7 Paragraphen können wir uns leisten. Wir haben genug im deutschen Gesetzbuch. Im BGB. Also nicht nur im BGB. Ja, überall. Okay. Ja. Soweit. So gut.
Was haben wir denn noch? Da können wir eigentlich nichts mehr machen. Können wir rausgehen, oder? Würde ich schon sagen, als nächstes... Ja, Einrichtung, brauchen wir da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Eigentlich nicht. Kaserne haben wir, Hangar, oh ja, Hangar müssen wir noch was machen. Und zwar, ja, alles gut bei dir? Gut, okay. Brauchen wir noch einen Flieger, würde ich sagen, oder? Ja. Den können wir uns auf jeden Fall leisten. Dann schauen wir uns mal die Schießliste an. Und hier unser Dr. Shen, alias Opi. So was gemein, ich habe mir gerade das Husten verkniffen. Abfangjäger kaufen, würde ich sagen, oder? Hier für Nordamerika. Ja, zack, einen auf rein. Jeden Fall einen hermachen. Anfangskosten 40 und hier monatlich 20. Jawohl, ist bestellt, würde ich sagen, oder? Oder wollen wir zwei nehmen? Nein, einen. Einer reicht? Einer reicht. Ja, nee, warte mal. Doch, okay, gut. Einer reicht. Ja, Asien, auch einen. Genau. Und ich glaube, jetzt können wir uns keinen mehr leisten, oder? Doch. Wir haben nur Kohle bekommen. Ja, stimmt, der war ja Ratsbericht. Genau, Abfangjäger kaufen für Afrika? Oh, Afrika. Ja, würde ich schon sagen. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, es ist halt aber schon eine monatliche Belastung, die wir jetzt gerade am Anfang haben, aber komm. Ja, stimme ich dir auch sind zu. Sind auch nur 20. Deswegen habe ich jetzt auch gerade ein bisschen gezögert, aber es ist jetzt noch ein Kontinent, in Anführungsstrichen. Ja. Genau, ich kann ja nochmal hier die Waffen zeigen, also hier können wir nachher auch die Waffen verändern. Wir was auch wichtig Avalanche ist. Avalanche-Raketen, was auch echt wichtig ist. Eine Präzision genau von 70 haben, Reichweite weit, Feuerrate langsam, Schaden niedrig, Durchschlagskraft niedrig, ist halt die Standardwaffe. Genau. Und ja, dann werden wir im Laufe des Spiels dann noch ein paar neue dazu bekommen, wo wir uns dann entscheiden können, wie wir unsere Jäger ausrüsten. Genau, das wird später noch extrem wichtig. Ich weiß, jetzt momentan sieht das nicht so wichtig aus, aber später wird das extrem wichtig, diese UFOs runterzuholen. Jo. Damit wir, nicht zu meinem kleinen Gehäckchen genau. Ich mach mal weiter. Zerstört werden. Ja, ich rede hier ein bisschen mit den netten Leuten. Ja, oder sind wir... Nee, wir sind schon am Ende der Folge, oder? Ja. Sind wir so langsam? Ja, ja sind doch, wir. Ja. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Genau. Und danke fürs Zusehen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.